Wir haben gerade nachgeschaut und gesehen, dass immer noch nicht alle Bundesländer Sommerferien haben. Aber es kann ja jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Das perfekte Thema zum Schmunzeln und Entspannen ist natürlich geilste Nebenmissionen in Games. Und heute gibt es einen weiteren Teil. Wir haben Quests aus Assassin's Creed Odyssey, Valhalla und Red Dead Redemption 2 mit dabei. Und ihr solltet mal bei Instant Gaming vorbeischauen, da sind die Preise ungeschlagen. Assassin's Creed Odyssey kriegt ihr momentan zum Beispiel für nur 9,90 Euro. Den Link packen wir euch wie immer in die Videobeschreibung. Und schon geht's los mit den ersten, peinlichsten und unterhaltsamsten Missionen in Games. Was war das? Du bist nicht mal in einer zombie-verseuchten apokalyptischen Welt davor gefeit, von anderen verarscht zu werden. Das lernt Crane in Dying Light auf die harte Tour. Draußen hören wir einen Frauenschrei und wollen dem auf den Grund gehen. In dem Haus, in dem wir den Schrei vermuten, öffnet uns ein Mann die Tür und sagt uns, dass seine Frau gerade ein Kind kriegen würde, daher der laute Schrei. Und auf die Nachfrage, ob wir etwas für ihn tun könnten, bittet er uns, viel Alkohol zu besorgen, denn er müsste den Raum sterilisieren, um die Geburt so sicher wie möglich zu machen. Wir haben natürlich immer etwas Alkohol dabei, aber das reicht dem Typen nicht und wir ziehen nochmal los. Selbst nachdem wir dem Kerl ordentlich Spirituosen durch die Tür geschoben haben, reicht es ihm immer noch nicht und wir werden langsam skeptisch. Also öffnen wir mit dem Dietrich die Tür, nur um innen eine feuchtfröhliche Party vorzufinden, bei der die Gäste schon mehr als angesäuselt dumme Lieder singen. Und wir haben mit unserem Nachschub für ordentlich Stimmung gesorgt. Es gibt Gamer, die versucht haben, einen Molotow-Cocktail durch den Türspalt zu werfen, aber das hat wohl nicht funktioniert. Leider. Great. Wie konntest du die Fackel vergessen? Ich sagte doch, wir müssen das Haus in Brand stecken, damit sich der Raubzug echt anfühlt. Auch unter den Wikingern gibt es außergewöhnlich dumme Exemplare. Und die lernt Eivor in der Nähe von Tamworth kennen und beide streiten miteinander. Über eine dümmere Aktion hätten die beiden gar nicht streiten können. Insgesamt kommen die beiden wahrscheinlich gerade mal auf den IQ eines Schweins. Jedenfalls stehen sie vor dem Haus, das sie gerade anzünden wollen, haben aber keine Fackel zur Hand. Wir haben die Unterhaltung mitgehört und erledigen das mal eben für sie. Es stellt sich heraus, dass die beiden Dummbeutel ihre wertvollsten Besitztümer ins Haus geschafft haben, um den Überfall, laut eigener Aussage, spannend zu machen. Sie haben also das Haus angezündet, um zu proben und um als zündelnde und raubende Wikinger in Bestform zu bleiben. Jetzt, wo die Hütte brennt, bemerken die beiden Brüder, dass die wertvolle Axt ihrer Mutter noch im Haus ist und sie keinen Schlüssel haben, um reinzukommen. Also muss wieder Eivor eingreifen und einen Weg ins Haus finden. Drinnen ist aber weit und breit keine Spur von einer Axt. Anstelle der Axt findet Eivor jedoch den Schlüssel. Und einem der Hirnis fällt jetzt auch endlich ein, dass er die Axt absichtlich nicht im Haus gelassen hat, weil sein Bruder sie sonst vergessen hätte. Ich habe Mutters Axt aus dem Haus geholt, wohlwissend, dass dieser Trottel sie vergessen würde. Und dafür hast du den Schlüssel drin liegen lassen. Eivor kann sich dieses Elend nicht weiter geben und macht sich vom Acker. Aber nicht, ohne die beiden nochmal zu beleidigen. Ihr zwei seid so nützlich wie ein Glashammer. Ich bin weg. Hey, sell any miracle cures lately? Dieser Typ hier aus Red Dead Redemption 2 steckt wortwörtlich in der Scheiße. Aber lasst uns erklären, wie es dazu gekommen ist. Im Dorf begegnet uns ein Mann, der unsere Hilfe benötigt. Er möchte, dass wir ihm helfen, einen Betrüger zu suchen, mit dem er noch eine Rechnung offen hat. Dieser Hochstapler hatte ihm offensichtlich ein Aphrodisiakum gegen seine Potenzprobleme verkauft, in dem teures Rhinozeroshorn enthalten sein sollte. Aber die erhoffte Wirkung blieb aus, denn in dem Fläschchen befand sich nur Wasser, Mehl und Salz. Wir willigen ein, den Betrüger zu suchen und finden ihn auch wenig später. In einem Plumpsklo. Wieso er dieses Versteck für geeignet hielt, wird wohl immer sein Geheimnis bleiben. Jedenfalls können wir nun auf verschiedenste Weise handeln. Wir können ihm beim Rauskommen behilflich sein, indem wir ihn mit Dynamit in die Luft sprengen. Oder wir verraten ihn und können zuschauen, wie sich der Betrogene an ihm rächt. Oder wir sind gutherzig und verraten ihn nicht. Dann wiegt sich der Mann im Plumpsklo in Sicherheit und versucht, aus dem Loch herauszukrabbeln. Dabei rutscht er allerdings ab, schlägt sich den Kopf an und rutscht K.O. geschlagen zurück in die Scheiße. Egal, welche Wendung die Geschichte nimmt, für den Betrüger geht die Sache immer schlecht aus. Dieser alte Knacker am Strand von Dragon Quest 11 erinnert uns nicht ohne Grund an den Herrn der Schildkröten aus Dragon Ball. Denn auch dieser Typ hier ist offensichtlich ein perverser Lüstling und hat eine Schwäche für schöne Frauen in knapper Kleidung. Er bittet uns, Jade zu überreden, ein Bunny-Kostüm zu tragen, damit er in den Genuss ihres Anblicks kommen kann. Wir willigen ein und müssen für diese Quest nun Hasenohren, einen Hasenbody und Netzstrümpfe besorgen. Die Hasenohren und die Netzstrümpfe findest du, indem du Läden durchsuchst und Orte plünderst.
Du kannst sie aber auch selbst herstellen. Der Hasenbody muss jedenfalls in der Schmiede hergestellt werden. Zurück am Strand von Puerto Vallar stellen wir dem Mann nun Jade in ihrem Bunny-Kostüm vor. Und der kriegt sich nicht mehr ein vor Freude und überhäuft sie mit Komplimenten. Nur Jade ist etwas schlecht gelaunt, weil wir sie in diese Situation gebracht haben und sie zieht beleidigt ab. Können wir ihr nicht verdenken. Welches Videospiel lässt dich schon eine Horde Schlümpfe abballern? So eine Idee kann echt nur aus dem kreativen Hirn von Tina stammen. Und wir sprechen natürlich von Tina aus Tiny Tinas Wonderlands. Die Mission heißt Kleine Blaue und du bekommst vom alten Lumpf, der aussieht wie Papa Schlumpf in Rot und Hässlich, die Aufgabe, die blauen Lümpfe zu vernichten, die das Dorf überfallen. Diese blauen Lümpfe sind mutiert, sie sind vom Blauwut-Virus befallen und dahinter steckt natürlich Gargamel. Wobei Gargamel hier umgetauft wurde in Gurgelrotz, was uns persönlich auch besser gefällt. Lumpfine muss gerettet und alle blauen Lümpfe vernichtet werden, bis uns Gurgelrotz in einem kurzen Bosskampf auf die Pelle rückt. Ist das erledigt, erhalten wir unter anderem einen epischen Raketenwerfer. Eine der beliebtesten Missionen in Assassin's Creed Origins ist die Quest Versteckte Steuer, in der du einer scheinbar liebevoll besorgten Frau ihren Ehemann zurückbringen sollst. Der ist anscheinend mit dem Boot rausgesegelt und noch immer nicht zurück. Also machen wir uns auf die Suche und finden den Mann schließlich. Von Krokodilen umgeben und offensichtlich sturzbetrunken. Er empfängt uns mit der Frage, warum wir die Krokodile vertrieben hätten. Er hätte sie doch gerade erst kennengelernt. Und er hätte zwischen 2 und 10 Bier intus. Wir packen ihn also ein und segeln zurück. Kurz vor der Übergabe an seine Frau dämmert es dem Suffkopf langsam, warum er sich ursprünglich aus dem Staub gemacht hat. Diese Frau war ihm noch vor kurzer Zeit komplett fremd, bis sie ihn abfüllte und dann heiratete, um nach der Heirat von ihm eine Jungfräulichkeitssteuer zu erpressen. Dass das Geld auch fließt, wollen ihre beiden Brüder sicherstellen, die schon in der Nähe lauern. Wir erledigen die Geldeintreiber und haben den Schluckspecht damit gerettet. Was ist das alles? Eivors Alarmglocken hätten bei diesem durchgeknallten Typen schon etwas eher schrillen sollen. Aber zunächst macht der Mann, der sein komplettes Hab und Gut die Klippe runterschmeißt, einen ganz soliden Eindruck. Jedenfalls kann er uns einen Grund nennen, warum er seinen Besitz für immer im Meer verschwinden lassen will. Er möchte nicht, dass seine Kinder seinen Krempel zu Geld machen, sobald er abtritt. Seine Besitztümer sollen mit ihm in die nächste Welt hinübergehen. Er scheint ein sehr schlechter Vater zu sein, aber was soll's. Eivor greift dem Mann tatkräftig unter die Arme und hilft ihm, den Kram den Abgrund runterzuschmeißen. Nach getaner Arbeit dankt der Mann für unsere Hilfe, nimmt Anlauf und springt ebenfalls die Klippe runter, um nach Asgard zu gelangen. Danke! Wir haben noch nie jemanden so gut gelaunt in den Tod stürzen gesehen. Testikles aus Assassin's Creed Odyssey ist ein bärenstarker Athlet aus Sparta, den wir ins Rennen schicken, um den Sieg in Olympia zu erringen. Leider ist Testikles nicht nur stark, sondern auch ein plumper Angeber ohne irgendwelche Manieren oder Niveau. Er steigt schon betrunken von Bord und streitet sich direkt mit unserem Gastgeber. Als er Cassandra umarmen will, passiert das Unglaubliche. Er stolpert und fällt vom Dock ins Meer. Tief ist das Wasser wahrscheinlich nicht, aber die Haie im Wasser sorgen dafür, dass Testikles nicht mehr auftaucht. Großartig enttäuscht ist wegen des Unfalls niemand. Statt zu trauern, bestimmen die anderen einfach Cassandra als seinen Nachfolger. Problem gelöst. Er war unerreicht. Heute waren die Missionen etwas Assassin's Creed-lastig, aber die Reihe hat auch einige an richtig guten Quests zu bieten. Wie immer gilt, packt gerne eure Lieblingsmissionen in die Kommentare. Wir haben immer viel Spaß beim Lesen. Habt noch einen mega Tag, viel Sonne und wir wünschen euch Freizeit, um den Sommer genießen zu können. Passt auf euch auf, danke nochmal und bis zum nächsten Mal.